Privatautonomie ist die Grundlage für die Verträge in Deutschland. Was heißt Autonomie? Autonomie heißt zunächst mal Freiheit, Selbstständigkeit. Selbstständigkeit im Privaten und diese Freiheit drückt sich aus auf zwei Arten. Einmal die Abschlussfreiheit. Die Abschlussfreiheit. Und die Gestaltungsfreiheit. Was heißt Abschlussfreiheit? Zunächst mal darf grundsätzlich jeder mit jedem Verträge abschließen. Da würden Sie heute sagen, ja, das ist ja klar. Das ist aber viele Jahrhunderte in unserer Geschichte nicht klar. Ja, da hatten wir ein klares Standesbewusstsein, da gab es die rechtslosen Bauern und die Leibeigenen und da gab es den Adel und ich weiß nicht wen noch alles. Und da durften Leibeigene oder Bauern oder wer immer durchaus überhaupt keine Verträge abschließen. Die hatten nämlich keine Rechte. Ja, heute sind wir da ein bisschen weiter und sagen, jeder darf mit jedem Verträge abschließen. Und ich weiß, dass Ihnen möglicherweise jetzt Ausnahmen einfallen, wenn Sie sagen, was ist denn mit einem Kind? Das ist eine Ausnahme. Grundsätzlich darf jeder mit jedem Verträge abschließen. Auf die Ausnahmen kommen wir gleich. Und Gestaltungsfreiheit heißt, du darfst in die Verträge auch zunächst mal alles reinschreiben. Du darfst die Verträge inhaltlich frei gestalten. Abschlussfreiheit ist also eher formal, wer darf mit wem. Und Gestaltungsfreiheit ist eher die inhaltliche Frage, was schreiben wir da rein? Ja, zunächst mal darfst du da alles reinschreiben. Zunächst einmal. Jetzt gibt es zwei wesentliche Grenzen dieser Privatautonomie. Ja, Freiheitsrechte sind nie uneingeschränkt. Denn uneingeschränkte Freiheit würde Chaos bedeuten. Wenn jeder nur macht, was er will, dann haben wir keine Freiheit, dann haben wir Chaos. Also sind diese Freiheitsrechte, die man so weit wie möglich ausdehnt, ja, das ist ein wichtiges Gut, trotzdem mit Grenzen versehen. Und die Grenzen kommen aus zwei wesentlichen Bereichen. Da ist einmal der Schutzgedanke. Der Schutzgedanke. Das heißt, der Schwächere soll geschützt werden. Und schwächer ist sehr weit gefasst. Ja, das kann sein, derjenige, der von seinem Entwicklungsgrad noch nicht so weit ist, wie das Kind zum Beispiel. Das kann sein, der finanziell Schwächere, der wirtschaftlich Schwächere. Ja, der Schwächere soll geschützt werden. Und der zweite Bereich ist die Sittenwidrigkeit. Die Sittenwidrigkeit. Das sind die Grenzen der Privatautonomie. Du darfst also den Schwächeren nicht übervorteilen, der wird geschützt. Und die Sittenwidrigkeit, du darfst nicht etwas tun, was dem allgemeinen Anstandsgefühl widerspricht. Das sind zwei wesentliche Grenzen der Privatautonomie. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.